Was ist denn jetzt los? Wow! Ach so. Startfrei für die Expert-Mission 2013. Jede Woche aufs Neue und immer expertengünstig. Das Expertenangebot der Woche. Expert macht glücklich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der ZTV. Im Zusammenhang mit dem Unglück am Elbe-Seitenkanal, bei dem im Witting ein Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes Uelzen ums Leben gekommen war, hat das Amtsgericht Gifhorn nun den Vorarbeiter wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 5.850 Euro verurteilt. Unter anderem heißt es in der Begründung, sei es Aufgabe des Vorarbeiters gewesen, darauf zu achten, dass die Sicherheitsvorschriften beachtet würden. Bei Instandsetzungsarbeiten an der Böschung hatte der 54-jährige Verunglückte im Wasser gestanden, als er durch das Anfahren einer Mehrzweckfähre im Sog nach unten gezogen wurde und seine Warthose sich mit Wasser füllte, das ihn in die Strömung zog. Noch immer sind rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des THWs mit den Löscharbeiten am Stintmarkt in Lüneburg beschäftigt. Die Ortsgruppe des Technischen Hilfswerks aus Uelzen holt die speziellen Pontonboote in Lüneburg wieder ab, die für die Löscharbeiten benötigt wurden. Bauingenieur Stefan Brixner vom THW Uelzen ist aber darauf gefasst, dass es jederzeit sein könnte, dass die Hilfe der Uelzener noch wieder angefordert wird. Ein Dauerbrenner wird morgen im Feuerwehrausschuss der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf diskutiert. Das neue Feuerwehrhaus für die Bredeler Brandschützer. Seit Jahren wird das Thema kontrovers diskutiert. Nun steht ein Beschlussvorschlag zur Abstimmung bereit. Für insgesamt 1.300.500 Euro soll in Wredel ein Feuerwehrhaus mit 4 Einstellboxen gebaut werden. 930.000 Euro würde die Samtgemeinde übernehmen. Zu einem Eigenanteil von 64.000 Euro hat sich laut Sitzungsvorlage die Ortswehr bereit erklärt. Zum Schluss unserer Sendung wie immer ein Blick aufs Wetter. Trübe Aussichten für den Mittwoch. Es bleibt überwiegend bedeckt, mitunter erwarten uns leichtere Regenschauer mit bei Temperaturen zwischen 0 und 4 Grad. Das war's für heute mit AZTV. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hä? Was ist denn jetzt los? Wow! Ach so! Startfrei für die Expert-Mission 2013. Jede Woche aufs Neue und immer expertengünstig. Das Expertenangebot der Woche. Expert macht glücklich.